So, dann machen wir gleich weiter mit der nächsten Mission. Let's just hope things don't turn out like last time. Here he goes. What I tell you, Charles? Boy is as sour as wheat. Heimwerken für Anfänger. No wonder she didn't stay with you. Not even a retired $2 whore would stay with you. That's the goddamn truth. Now you used to be decent company, but now you're worse than a snake with a toothache. All he does is whine, whine, whine. Excuse me. Oh, don't get all angry. It ain't gonna change nothing. You're hopeless. And I mean that literally. You got no hope. I mean, look at you. Look at this place. Your dream home. I've had better nightmares than this dream. Oh, darling Abigail. I've changed. Come live with me in an outhouse. I wouldn't ask my worst enemy to take a shit in. What are you trying to say? It's awful. It's a dump. The house has got to go. Get some self-respect, you miserable sack of shit. Build a house a lady'd set foot in. The place just needs a woman's touch. It needs leveling. No woman would touch this place. Now, I reckon these horses down in the middle. Von dem Alten. Here, come on. Tie that end around the horses. You loop that end around there. Horses will pull it clean down. We good? I think so. All right. Well, let's get going. Now just pull. You got this, John? I'll go when you do. Okay. On me. That's it. That's it. Wie hat die Hütte bloß das letzte Unwetter gestern? Ach du Scheiße. Junge. See? I told you, it wouldn't be no trouble. Die Hütte wäre auch fast zusammengekracht, wenn der so ein Bierschiss da drin losgelassen hätte. Das hätte einmal geknallt und dann wäre es das gewesen. There's a fellow by the train store. Cakes hardwood and timber. Okay. You keep working here. But if I don't go with you, who's gonna tell you that? Just need a bit of peace and quiet from your incessant yapping. Charles, make him work. Whip him if you have to. Ja, Heimwerken für Anfänger. Die schnellste Mission, die wir bisher hatten. Good girl. Let's go. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Was haben wir denn hier Schönes? Ach genau, hier, komm. Ist gleich ums Eck. Wir nehmen die Kopfgeldjagd. Halt. Okay, so viel dazu. Fraglich, warum ich jetzt... Ah, da ist es. Ich wollte gerade sagen, das Lasso nicht nehmen können. Ich hoffe, das wird eine easy Geschichte. So, hier haben wir schon das Suchgebiet. Das heißt, wir gehen auf Nummer sicher. Knallen uns erstmal einen Trank Binsen und dann suchen wir mal, wo der Typ sich denn aufhält. Das sieht doch schon mal gut aus hier vorne. Na, holy shit. Er hat ja gewütet, hä? Hallo? Not here. Nix zum Looten. Okay, was haben wir denn hier vorne? Hier leuchtet doch schon mal was auf. Das können wir schon mal plündern. Ja, oder auch nicht. Hier führt auf jeden Fall schon mal einen Weg, eine Spur weg. Folgen war der doch mal.
Ja, da haben wir ihn doch schon. Da haben wir ihn doch schon. Ist er jetzt alleine oder ist er mehreren Leuten dabei? Er ist mit mehreren Leuten dabei, ja. So, dann lass mich hier mal weg. Ach, scheiße. So, Kollege, und dich, holen wir jetzt auch mal wieder. Ach, dein Ernst? Echt jetzt? Wieso sollte das auch einfach sein? Es hat mich auch gewundert. Okay, dann mal ganz schnell hinterher. Dann holen wir uns den Typen mal. Waren ja jetzt auch, glaube ich, $90. Lass ich mir natürlich nicht weggeben. So, das sieht das schon ganz anders aus. Das heißt plündern. Let's get you up. I'm gonna fight you. You better damn not. That was a nice hat you was wearing. I'll make you mad. So, war da nicht noch ein Kollege von ihm? Oder war der echt schon tot? Doch, da ist ja noch einer. Da ist doch Verlass drauf. Da sind sogar noch zwei, na guck mal einer an. So, einmal und zweimal, dann können wir den nämlich auch nochmal looten. Nicht, dass der Idiot jetzt gerade vom Pferd abspringt. So, und dann bringen wir den Yeti mal in die Stadt. Na komm. Oh, was wird denn das hier? So. Jo, du hast auch Schmerzen. Pass auf. Und zack, sind weg. Mann, der labert hier in der Natur. Gar nicht von ihm erwartet. Ja, pass mal auf, pass auf, was ich mit dir tue. Guck mal hier. Zack. Perfekt. Ach komm. Ach komm. Wenigstens das Fell noch mitnehmen. Easy girl. Sehen auch noch mal $1-2. Also wenn du noch weiter da hinten rumwackelst, kriegst du das nächste Mal keine Faust, sondern den Gewehrkolben ins Gesicht. Ist ja lästig mit dir. Boah, was habe ich denn da jetzt überritten? Ach,
Wow. Na, ja, da war ich ja mal fleißig, wa? Dann nehmen wir doch schon mal einen mit. Und den zweiten Kadaver auch gleich nochmal dranhängen. Das läuft ja hervorragend. Auch noch ein paar Dollar, die wir zusätzlich nochmal mitnehmen können. So, und weiter geht's. So, und runter mit dir, du stinkender Penner. Du versaust mir sonst mein Pferd. Come on, Green. Let's get you inside. God damn it! I'll bite you! Yeah, yeah. Well, got you that Skinner, brother. Elias Green. Set me down! Elias Green is a living breed. God damn it. Put him in a cell. You ain't got a rope strong enough for me, Sheriff. Justice will be done and done quick. Lock him up. That man ain't worth spit. But here's what we're paying for him. You don't mean that. Na gut, vielleicht keinen feuchten Furz, aber zumindest $90. Und dann können wir hier gerade nochmal den Kram am Schlachter abgeben. Und dann sind wir auf einem guten Weg. Wieder ins Bus kommen. So, perfekt. Damit haben wir das und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Machen damit die nächste Mission weiter. Ich denke mal, das wird Sadie sein, mit der wir dann weitermachen. Und bis dahin, danke fürs dabei gewesen sein und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin und ciao.